Nach einem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs haben ArbeitnehmerInnen das Recht auf die wöchentliche und auf die tägliche Ruhezeit. Zuvor hatte ein Lokführer aus Ungarn geklagt, weil er vor oder nach freien Tagen oder Urlaubstagen keine 11 Stunden Ruhezeit bekommen hatte. Der Arbeitgeber des Lokführers hatte die beiden Ruhezeiten zusammengenommen. Er gewährte dem Lokführer zwar eine lange wöchentliche Ruhezeit, die sogar über die gesetzliche Mindestzeit hinausging. Damit rechtfertigte er jedoch auch den Verzicht auf die tägliche Ruhezeit. Allerdings steht ArbeitnehmerInnen innerhalb von 24 Stunden auch vor und nach freien Tagen oder Urlaubstagen eine Ruhezeit von mindestens 12 Stunden zu. Das Recht auf mindestens 24 Stunden freie Zeit in der Woche gilt unabhängig davon. Laut dem Europäischen Gesetzhof sollen ArbeitnehmerInnen mit der täglichen Ruhezeit die Möglichkeit erhalten, sich nach der Arbeit in einem zusammenhängenden Zeitraum zurückziehen zu können. Die wöchentliche Ruhezeit hingegen soll ArbeitnehmerInnen in einem Zeitraum von 7 Tagen ermöglichen, sich ausruhen zu können.